Mein Name ist Martin Rose. Wir wollen uns heute gern am Samstag 13 Uhr einmal über die Kastenkarteieinträge unterhalten. Das ist eine relativ undankbare Zeit, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie geregelt. Bis vor nicht allzu langer Zeit war ich in Elternzeit, hatte sozusagen jeden Tag Samstag. Da war 13 Uhr dann immer die Zeit, wo man sich einmal mit ins Bett gelegt hat und ein kleines Nickerchen mitgemacht hat. Heute ist es ein bisschen anders. Heute wollen wir uns trotzdem auch nochmal an diese Zeit so ein bisschen zurückerinnern und auch an die Zeit, die davor gewesen ist, nämlich die Zeit vom letzten Anwendertreffen. Es sind mittlerweile schon 3 Jahre vergangen tatsächlich. Viele Kunden, wir haben es ja gestern Abend gehört, das Wachstum ist in den letzten 2 Jahren ziemlich nach oben gegangen. Genau, viele Kunden haben, oder die jetzt Kunden sind, haben das letzte Anwendertreffen noch gar nicht mitbekommen, wissen also gar nicht so richtig oder wussten gar nicht, was passiert denn da so alles und sind vielleicht ganz gespannt darauf, was da so passiert. Ich hoffe, dass die Situation sich ein bisschen entspannen wird und wir wieder regelmäßiger zusammenkommen können, dass wir einfach mehr im Austausch bleiben können und das Produkt Tomedo einfach weiter nach ihren Belieben mehr oder weniger nach vorn bringen können, ja, sodass sie, wie das der Chef gestern schon erzählt hat, auch ein bisschen davon profitieren. Genau, wir hatten gesagt, wir wollten uns ein bisschen zurückerinnern. Das heißt, mein erster Punkt im Inhaltsverzeichnis wäre eine kurze Wiederholung zu den Themen, die ich im letzten Anwendertreffen-Vortrag besprochen hatte. Dann wollen wir schauen, wie können wir Custom-Karteieinträge mit Textbausteinen oder Briefkommandos vorbefüllen. Rechenoperationen Level 2, da verbirgt sich nicht nur Rechnen dahinter, sondern auch noch ein bisschen was anderes, aber da kommen wir dann dazu. Und dann wollen wir Custom-Karteieinträge aus GDT und Custom-Karteieinträge aus Dateien, hauptsächlich XML, erstellen lassen. Das gucken wir uns einmal an, wie das funktioniert, und würden einmal direkt losstarten mit der kurzen Wiederholung. Wir hatten gesagt beim letzten Vortrag, der auch online noch verfügbar ist, dass wir Texte erstellen können, Scores berechnen und so weiter und so fort. Texterstellung geht einerseits über die Kontrollkästchen mit Text. Ja, da kann ich also, wenn ich ein Kontrollkästchen anhake, in einem Textfeld im gleichen Karteieintrag den Text ausgeben lassen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, das über Auswahlfelder zu machen oder Mehrfachauswahlfelder. Auswahlfelder und Mehrfachauswahlfelder unterscheiden sich in zweierlei Hinsicht. Die erste Variante oder die erste Hinsicht ist, dass wir die Möglichkeit haben, mehreres auszuwählen. Das versteckt sich ja schon im Namen. Und die nächste Geschichte ist, dass wir dort auch frei Text eintragen können. Wir also nicht gebunden sind an das, was wir uns selbst vorgegeben haben. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein, aber wir haben die Möglichkeit, hier so ein bisschen rein zu zoomen. Das sind im Prinzip die Konfigurationen, die in den Karteieinträgen im letzten Anwendertreffen-Vortrag vorgestellt worden sind. Die sollten auch im Tauschsender zur Verfügung stehen, falls Sie da Interesse haben, das einmal zu benutzen, gegebenenfalls abzuändern, weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Genau. Der nächste Punkt wäre die Score-Berechnung. Wir haben die Möglichkeit, in Custom-Karteieinträgen Kontrollkästchen einzufügen, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen. Und anhand dieser Tatsache kann ich dann eben entsprechend Rechnungen ausfüllen lassen. Das heißt, zum Beispiel bei der Glasgow Comma Scale gibt es verschiedene Bereiche, die quasi abgecheckt werden. Und je nachdem, ob ein Häkchen gesetzt wird, kann dann auch ein Feld mit einem bestimmten Wert multipliziert werden. Sodass ich also auch sagen kann, wenn ich dieses eine Feld anhake, dann soll bitte der Wert 4 mal
1,4 rauskommen am Ende. Ja, also da kann ich im Prinzip mit den Kontrollkästchen sozusagen rechnen und dann eben Scores entwickeln. Das sieht nur auf den ersten Blick so umfangreich aus. Tatsächlich sind es eigentlich nur hier oben die, unten das ist nur der Text für die Auswertung, der dort eingetragen wurde. Genau. Gehen wir einmal weiter. Die Berechnung an sich, da hatte ich das Beispiel der Pack-Years einmal verbildlicht bzw. in einen Custom-Karteieintrag eingefügt, sodass man im Prinzip den Patienten befragt, wie viel rauchen sie am Tag, wie lange schon, diese zwei Zahlen eingibt und dann gegebenenfalls noch den Preis pro Packung, dass man dem Patienten dann einfach auch sagen kann, hier, so viel Geld hast du schon in deinem Leben verraucht, hätten vielleicht auch zwei Porsche werden können oder sowas. Ja, also einfach nur, um das ein bisschen zu unterstützen. Die Rechnungsgeschichten an sich würden dann letztendlich mit Formeln in diesen einzelnen Score-Feldern, die es da zur Verfügung gibt, einmal eingestellt werden. Wir hatten eben gesehen in der letzten Folie, da gibt es was Neues, nämlich weiterrechnen mit Score-Feldern. In diesem Karteieintrag zu den Pack-Years gibt es natürlich eine Rechnung zu den Gesamtkosten. Und da sehen Sie, wie das in dem Karteieintrag bisher geregelt wurde. Man musste also einmal ein Feld machen, um die Einzelkosten zu berechnen, dann ein weiteres Feld, um die Gesamtanzahl zu berechnen. Und dann musste man die Inhalte dieser Felder im Prinzip nochmal zu den Gesamtkosten zusammenrechnen letztendlich. Und da kommt dann halt so eine ziemlich lange Formel raus. Das haben wir ein bisschen vereinfacht. Jetzt können wir sagen, wir wollen einfach die Gesamtanzahl mal die Einzelkosten rechnen. Ja? Und das funktioniert dann auch in den Score-Feldern, sodass wir also mit einem errechneten Wert in eine neue Rechnung im selben Karteieintrag starten können. Genau, nochmal ganz kurz aufgelistet. Das ist wahrscheinlich die Folie, die sich alle abfotografieren wollen, die mit den Inhalten eines Kassenkarteieintrags weiterarbeiten wollen. Das heißt, in den Brief übernehmen, in den Formular oder sonst was. Das Karteieintrag Value with Arcs Kommando einmal aufgesplittet. Ich finde es relativ übersichtlich so. Da können Menschen anderer Meinung sein. Letztendlich gibt es auch die Beschreibung dieses Kommandos, wie das befüllt wird, welche Variablen an welche Stelle kommen, gibt es natürlich auch nochmal in der Briefkommandoliste. Genau, und da ist es nochmal ein bisschen anders formuliert und sind auch ein paar Beispiele dabei, dass man da sich das ein bisschen abgucken bzw. herauskopieren kann, um dann das entsprechend auf seine Bedürfnisse anzuwenden. Die, die gestern im Workshop waren, gucken jetzt die ganze Zeit hier hin, weil mir da gestern ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Da habe ich ein kleines K eingetragen und dann kam natürlich nichts am Ende raus. Ja, also hier ist wirklich Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Ansonsten wird etwas passieren, was man nicht vorausgesehen hat. Genau, da haben wir eigentlich alle Karteieintrags- oder Custom-Karteieintragstypen, die wir das letzte Mal besprochen hatten, nochmal kurz überflogen. Zeit passt auch so ungefähr, machen wir einen Haken dran in die Wiederholung. Gehen wir zum ersten neuen Thema, die Vorbefüllung via Briefkommando bzw. Textbaustein. Wo ist meine Maus? Sie sehen es auch nicht, gut. Dann machen wir das blind. Man kann Felder, sowohl Textfelder als auch Zahlenfelder, vorbefüllen lassen über Briefkommandos. Und zwar Briefkommandos jeglicher Art, die Sie im Tomedo an anderen Stellen auch benutzen können. Einerseits habe ich hier ein Beispiel, den letzten Anamnesewert, den letzten Anamneseeintrag aus der Kartei mir in diesen Kastenkarteieintrag einfügen lassen. Das zweite wäre wieder ein bisschen spezieller, nämlich der letzte Quickwert aus der Laborkarteikarte.
Und, Custom-Formular-Eintrag CF Radio, das ist jetzt ein Beispiel, das ist also eine Radio-Button-Skala, also das Ergebnis aus einem Custom-Formular. Das heißt, wir haben den Patienten ein Custom-Formular ausfüllen lassen, Anamnesebogen zum Beispiel, kommen wir dann gleich nochmal als Beispiel oder eine Live-Präsentation dazu. Und der Patient hat es also im Wartezimmer ausgefüllt und wir können jetzt die Werte, die der Patient dort eingetragen hat, in einen Custom-Karteieintrag übernehmen. Warum wir das machen, spielt erstmal keine Rolle, kommen wir später dazu. Der unterste Punkt mit diesem Dreieck da, kann sich irgendjemand vorstellen, was das sein könnte? Ist ja nur noch ein was offen, das ist ein Frage-Antwort-Dialog, und zwar ein Textbaustein. Das heißt, an diese Stelle kann ich auch in die Vorbefüllung im Custom-Karteieintrag Textbausteine einfügen. Wie Sie dorthin kommen, gehe ich davon aus, dass Sie das möglicherweise wissen. Falls nicht, es gibt in der Textbaustein- und Makroverwaltung einmal die Möglichkeit, diese Fragen über diese Button anzulegen und dann die Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Und am oberen Ende dieses Feldes, wo Sie den Textbaustein eintragen können, gibt es einmal Symbol und einmal Text. Und wenn Sie diesen Frage-Antwort-Textbaustein über diese Symbolgeschichte eingetragen haben, können Sie einmal auf Text drüber switchen und dann haben Sie genau das, was hier zu sehen ist, also die Maschinensprache im Prinzip für den Textbaustein. Und den können Sie auch an dieser Stelle im Karteieintrag als Vorbefüllung nehmen. Ups. Genau, das gucken wir uns einmal live an, wie das letztendlich aussieht. Ich hatte gesagt, wir gehen über Verwaltung, Textbausteine und Makros, gucken wir uns das gleich mal als erstes an. Das ist die Variante mit diesem Symbol. Ja, also das ist jetzt, schauen Sie nicht auf die Inhalte, es geht einfach nur darum, dass wir hier einen Frage-Antwort-Dialog haben und letztendlich eine Mehrfachauswahl auch uns ermöglicht haben. Und hier oben ist dieser besagte Textreiter und das, was ich also hier im Symbol so einfach zusammengeklickt habe, das kann ich mir dann hier einmal komplett rauskopieren. Command C, dann haben wir es im Zwischenspeicher und dann wird es letztendlich in den Karteieintrag, in die Vorbefüllung eingefügt werden können. So, wir haben jetzt hier eine Patientin. Die hat hier, wie gesagt, unseren wunderschönen Fragebogen schon mal ausgefüllt. Ja, Laune heute und was wollen Sie uns noch mitteilen? Hier ist diese besagte Radio-Button-Skala und das ist am iPad aufgenommen worden. Wir sehen hier als Nutzer ist iPad eingetragen da. Genau, was machen wir jetzt? Wir wollen jetzt im Prinzip schauen, wo ist er denn? AWT4. Wenn ich den Karteieintrag anlege, dann habe ich also direkt als ersten Dialog diesen Frage-Antwort-Dialog. So. Den wähle ich aus, also ich beantworte die Frage und habe jetzt sogar die Möglichkeit, das ist hier ganz unten dieser Textbaustein, damit habe ich sogar die Möglichkeit, in nicht editierbare Textfelder Texte einzutragen. Das bedeutet, wenn Sie wir können das ja einfach mal durchspielen, wie das letztendlich aussehen würde, wenn man es definiert. Hier habe ich noch einmal letzter Quick. Natürlich ist jetzt bei dieser Patientin kein letzter Quick in der Kartei. Deswegen wollen wir mal gucken, ob wir den ich versehentlich gelöscht habe, wiederherstellen können. Nehmen wir mal den und dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, wenn wir den AWT4 Eintrag nochmal anlegen, eine Auswahl tätigen und dann haben wir hier auch den letzten Quick in dem Custom-Karteieintrag drin. Genau, hier ist jetzt nichts eingefügt worden, weil ich kluger Kerl den Fragebogen nochmal umbenannt habe und dementsprechend ist natürlich der Fragebogen jetzt nicht mehr dieses Custom-Formular Eintragskommando findet halt jetzt den Inhalt nicht mehr. So, wir gucken uns einmal die Formatierung bzw. die
Verwaltung von diesem Karteieintrag an. Es ist wirklich relativ übersichtlich. Hier sehen wir, wo das Problem ist bei diesem Custom-Formulareintrag. Ja, das heißt also CF, oder er sucht nach dem Formulartyp CF, und wir haben es aber umbenannt in AWT ohne S, AWT unterstrich Fragebogen. So. Sie dürfen gern faul sein und kopieren und pasten. Hat den Hintergrund, dass wir hier auch Schreibfehler vermeiden. Genau. Jetzt müsste ich nochmal nachsehen, ist das hier Radio auch tatsächlich die oder der Variablenname von dem entsprechenden Feld, was ich haben will? Wie schauen wir uns das an oder wie überprüfen wir das? Gucken uns einmal die Formularverwaltung an, gehen dort hinein und sagen, das ist unser Radio, das stimmt also, aber beim Textfeld, das haut nicht so ganz hin. Es ist also ein anderer Variablenname. Das heißt, das, was im Custom-Formular als Name hinterlegt ist, das wäre dann der Variablename, halt, der Variablename im Custom-Formular-Kommando an dieser Stelle. Okay, das heißt, jetzt sollten wir das korrigiert haben und jetzt legen wir den Karteieintrag noch einmal an. So, und dann sehen wir, ist jetzt hier alles ausgefüllt. Ja, Patientin hat bei der Frage nach der Laune die 10 angegeben und diesen Text hat sie uns eingetragen. Gut. Genau. Ich wollte Ihnen noch ein was zeigen, nämlich die Befüllung von nicht editierbaren Textfeldern. Da würden wir jetzt einfach mal das letzte Feld hier nehmen und sagen, das ist nicht editierbar. Ja. Und jetzt können wir den Karteieintrag anlegen und Entschuldigung, machen wir nochmal. Habe ich mich verklickt? Ich wollte eigentlich einen Freitext eintragen. Das heißt, an dieser Stelle irgendetwas eintragen. So, okay. Und jetzt haben wir genau das im Prinzip erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben jetzt hier ein nicht editierbares Textfeld, wo ein Text drin steht, der nicht mehr geändert werden kann. Ja? Manche brauchen sowas. Deswegen zeige ich das. Gut, würde ich das einmal abbrechen an der Stelle. Die Karteieinträge werde ich ins Share hochladen, nicht ins Share, ins Nutzertauschcenter heißt das Gerät. Und dann können Sie das im Prinzip als Vorlage nehmen und da auch wieder ein bisschen rumspielen. So, theoretisch sollte das zu diesem Thema alles gewesen sein. Und wir wollen mit Rechenoperationen Level 2 weitermachen. Was können Sie sich unter Rechenoperationen Level 1 vorstellen? Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, ja, also so die Standardrechenarten. Und manchmal braucht man, gerade wenn man so ein bisschen was vergleichen möchte, diese Geschichten, das Minimum, das Maximum und ein Average, also ein Durchschnitt letztendlich. Dafür gibt es nochmal die Möglichkeit, die einzelnen Felder mit Formeln zu belegen. Auch das gucken wir uns wieder live an. Sie können sich vorstellen, dass jetzt der AWT CKE5 kommt. Ja, ist alles ordentlich aufgeräumt bei uns. Und hier sehen wir, es ist vorbefüllt, sind 4 Zahlenfelder. Und jetzt könnte man im Kopf rechnen oder gucken, ist denn das richtig, was da steht. 2 ist das Kleinste, was in diesen 4 Feldern steht, 9 das Größte und 4,5 sollte der Durchschnitt sein. Das können wir kurz rechnen. 12, 14, 16. Könnte hinkommen ungefähr, oder? Gut. Das Tolle ist, dass wenn wir jetzt die Zahlen noch ein bisschen schwieriger machen, können Sie auch gerne noch mal im Kopf rechnen. Ich denke, das ist schneller. Gut.
Diese Varianten kann man dann natürlich auch wieder weiter verwenden. Ja, wenn ich also sage, ich möchte vergleichen verschiedene Blutwerte zum Beispiel, wenn die im Labor eingegangen sind, kann ich die wieder in einen Custom-Karteieintrag über ein Briefkommando einfügen lassen und kann dann sagen, ich brauche das Maximum zum Beispiel von diesen Werten oder das Minimum. Und das soll dann wiederum multipliziert werden mit der GFR und dann durch das Alter des Patienten und dann hat man die Harnstoffkonzentration oder wie das war gewesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist aber auch nicht so schlimm. Sie sehen, dass hier an der Seite so ein kleiner Balken ist. Der ist mit Absicht so gewählt, damit ich Ihnen das, was jetzt kommt, erstmal vorenthalten konnte. Wir legen den trotzdem mal an. Wir hatten eingangs gesagt, unsere Patientin hat in ihrem Fragebogen, den können wir uns ja nochmal anschauen, na, hier in dieser Skala ausgewählt, dass sie hochzufrieden ist heute. Ja? Sie ist gut gelaunt, massiv, was habe ich gesagt, unendlich hervorragend gut gelaunt. So, wenn ich mir jetzt den Karteieintrag angucke, den wir eben angelegt haben, und mal nach unten scroll, dann kommt hier noch was, was Ihnen möglicherweise Spaß machen kann, wenn Sie gerne mit Custom-Karteieinträgen arbeiten. Es gibt die Möglichkeit jetzt, dass wir Vergleiche anstellen können und daraus dann einen Text generieren lassen können. Wir können schauen, ist das das Gleiche, ungleich, enthält das möglicherweise irgendetwas? Sind die Zahlen größer oder kleiner als etwas anderes oder eine andere Zahl? Und je nachdem, welcher Faktor dann da zustande kommt, können wir verschiedene Werte ausgeben lassen. Ja? Das heißt, größer 7 im Fragebogen angekreuzt heißt, die ist wahrscheinlich manisch. Ja? So. Und das hier unten, das hängt jetzt nicht mit dem mit dem Formular zusammen, sondern mit dem letzten Anamneseeintrag. Wenn im letzten Anamneseeintrag Pseudometazolin-Hydrochlorid enthalten ist, dann ist der Patient oder die Patientin sehr wahrscheinlich ein Nasenspray-Fetischist. Gut, kann man anwenden, wie man möchte. Ich habe es jetzt einmal so gemacht. Wir können jetzt mal schauen, was passiert, wenn Patient jetzt vielleicht doch nicht so gute Laune hat heute, ja, und sagt, nee, ich gebe maximal eine 1. Dann speichere ich den Karteieintrag und würde jetzt im Anschluss nochmal diesen Karteieintrag anlegen können. Und dann sehen wir, okay, jetzt ist der Text hier ein bisschen anders geworden. Das heißt, mit diesen Kommandos, die da oben drin sind, haben Sie jetzt die Möglichkeit zu bewerten, mehr oder weniger, oder einzuschätzen, einzuordnen. Und anhand dieser Einordnung bestimmte Texte wiedergeben zu können. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie das da im Karteieintrag aussieht. Das oben ist alles langweilig, würde ich sagen. Wir gehen gleich mal nach unten. Nicht ganz. Bei dem Min, Max und Average bitte ich Sie, äußerste Vorsicht zu wahren und die Klammern genauso zu setzen, wie sie dort stehen. Wenn Sie das nicht tun, könnte es dazu führen, dass Sie diesen Karteieintrag nicht mehr editiert bekommen. Das heißt, Min, Klammer auf, und dann machen wir eine geschweifte Klammer auf. Und dann kommen die Kommandos für jedes Feld, was ich überprüfen möchte, und zwar in genau diesem Custom-Karteieintrag. Komma separiert logischerweise. Am Ende machen wir die geschweifte Klammer wieder zu und dann die gesamte Klammer von dem Min-Befehl wieder zu. Bitte unbedingt beachten, wenn Sie es ausprobieren. Ansonsten bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, den gesamten Karteieintrag zu löschen und neu zu generieren. Genau, das hatten wir uns jetzt angeschaut und wir wollen jetzt nochmal nach unten gehen
und die Konfiguration von diesen in Abhängigkeit von dem, was im Kassenformular angekreuzt worden ist, Feldern, wo dann verschiedene Texte eingetragen werden. Das wollen wir uns anschauen, die Konfiguration. Dazu müsste ich einmal hier ein bisschen breiter machen. Noch ein bisschen. Theoretisch noch ein bisschen, aber es soll jetzt erstmal dabei bleiben. Wir haben hier unten das Kommando im Prinzip schon dastehen, beziehungsweise ist relativ, das ganz unten ist relativ kurz. Man kann also das if-Kommando benutzen. Wenn ich das if-Kommando benutze, um ein Feld, was im selben Custom-Kartei-Eintrag enthalten ist, gegen etwas zu prüfen, dann kann ich in diesem Custom-Kartei-Eintrag im Feldtyp Text zusammengesetzt, nicht editierbar, genau den Variablennamen nochmal in das Kommando reinschreiben. Also jeder, der sich irgendwie mit Programmierung und so weiter so ein bisschen beschäftigt, der wird sich denken, okay, krass, dass das funktioniert, weil wir haben ja im Prinzip dieses Dollarzeichen als Ende des Briefkommandos definiert, normalerweise. Jetzt geht es zweimal quasi durch, rein programmatisch. Und wir haben also die Möglichkeit, das if-Kommando wird quasi erst ausgefüllt, nachdem dieser Feldtyp hier drin oder das Feldvariablenname aufgelöst worden ist. Somit haben wir also die Möglichkeit, im selben Karteieintrag verschiedene Variablen gegen verschiedene andere Dinge zu testen. Die Auflistung, welche Testmöglichkeiten es gibt, die dann alle mit ZS-Unterstrich beginnen, finden Sie natürlich auch in der Briefkommandoliste unter dem if-Kommando. An dieser Stelle. Das gibt natürlich wieder echt viele Möglichkeiten. Oder ergibt viele Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Ich möchte Ihnen dabei gerne ans Herz legen, wenn Sie da irgendwelche, gerade wenn es um Laborwerte, Auswertung sozusagen geht, dass Sie diejenigen sind, die definieren, wann welcher Text geschrieben wird. Nicht, dass es am Ende Tomedo ist, was falsch funktioniert und Sie deswegen möglicherweise falsche Diagnosen stellen. Gut, dann hätten wir jetzt das nächste Thema, Custom-Kartei-Eintrag aus GDT. Was ist eine GDT? Anders, was benötigen wir? Eine GDT-Datei, einen Custom-Kartei-Eintrag und einen sogenannten GDT-Import. Jetzt, was ist eine GDT? Wir haben eigentlich nur eine Textdatei, wo bestimmte Felder enthalten sind. Die ersten drei Stellen dieses Feldes ist die Feldlänge. Das heißt, dieses Feld, was wir oder was in der GDT enthalten ist, hat eine Länge von 10 Zeichen. Die nächsten vier Stellen sind die sogenannte Feldkennung. Diese Feldkennungen sind standardisiert. Da gibt es online viele, viele, viele Seiten, wo man die GDT-Standardisierung im Prinzip sich raussuchen kann und dann entsprechend schauen kann, welche GDT-Feldkennung ist denn jetzt was. Und alles, was danach kommt, hat natürlich eine variable Länge und das ist dann der sogenannte Feldinhalt. Je mehr in dieser GDT, in diesem Feld drinsteht, desto länger wird natürlich auch die Feldlänge. Ich sehe gar niemanden, der stutzt, weil 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 2 sind irgendwie nur 8 und nicht 10. Gibt da noch CR und LF Zeichen, die sieht man nicht. Sorry.
Die sieht man nicht. Das sind sozusagen die Zeichen für Zeilenumbruch und damit auch das Feldende. Und die werden natürlich mitgezählt, obwohl man sie nicht sieht. Und dann sind wir 8 plus 2 bei 10. Toll. Gucken wir uns das mal live an, wie das aussieht. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar gibt es hier eine GDT, die gucken wir uns erstmal an. Die habe ich tatsächlich einfach mit Tomedo erstellen lassen. Deswegen stimmt hier oben auch die Empfängerkennung und die Senderkennung quasi nicht. Aber das ist leider auch bei vielen Herstellern, Geräteherstellern bzw. Softwareherstellern so, dass die auf die eigentlichen Standards, die ja in diesem GDT-Standard definiert sind, einfach keine Rücksicht nehmen. Ja? Das heißt, da steht dann einfach irgendwas drin und wir müssen dann irgendwie damit umgehen. So. Die ersten Zeilen hier oben, die sind mehr oder weniger zur Beschreibung der GDT an sich bis dahin. Und alles, was dann so an Feldkennungen danach kommt, beziehungsweise an Feldkennungen mit 3 beginnend, noch eins dazu, das sind die Felder, die patientenbezogen sind. Das heißt, wir haben hier einen Patienten, der die Nummer 2 hat. Vorname ist der Vorname und Nachname ist der Nachname. Ein Geburtsdatum hat er auch und ein Geschlecht hat er auch. So, und jetzt gibt es hier unten, das ist das, was uns interessiert, was wir dann auch am Ende in die Kartei haben wollen. Ja, wir wissen ja, okay, die Patientennummern sollten identisch sein in den verschiedenen Systemen, mit denen wir arbeiten. Da wäre es empfehlenswert, wenn Tomedo das führende System ist. Also Tomedo entscheidet, welche Patientennummer der Patient hat und nicht ein anderes Gerät. So. Wir haben hier eine Feldkennung 0815 und da steht irgendein Befundtext drin, 0815 Befundtext sogar. Und wir haben noch ein weiteres Feld, 4x die 9 und dort ist auch ein Text eingetragen. Da wollen wir hin. 8402 ist eine Feldkennung, die im Prinzip die Untersuchungsart eigentlich angeben soll. Das heißt, da kommen von den externen Softwaren manchmal so Dinge wie EKG 01, LUFU 02 und solche Scherze. Ja. Sie können vielleicht erahnen, dass uns das nicht ganz so schmeckt, weil hier könnte auch Ihr Karteieintragstyp stehen. Wenn Sie eine coole externe Software haben, dann kann das dort eingestellt werden. Wenn nicht, müssen wir was machen. Weil wir sind eine coole Software. Spaß. Ich habe schon einen GDT-Import erstellt. Das machen wir einmal in den arbeitsplatzspezifischen Einstellungen unter dem Reiter GDT-Import. Und bei mir ist es im Prinzip dieser Ordner, der überwacht wird. Und immer wenn eine GDT dort reinkommt, dann wird für den entsprechenden Patienten, der ja in der, im Feld 3000 mitgeliefert wird, ein Karteieintrag angelegt. So, das schauen wir uns einmal an. Hier liegt die GDT und der Ordner, der zu überwachen oder der überwacht wird, ist dieser hier. Deswegen machen wir jetzt einmal Copy und fügen die Datei an dieser Stelle einmal ein. Es ploppt und Tomedo sagt uns oben links, ja, also es sind nicht nur nervende Felder oder nervende Fenster, die da immer aufgehen, sondern es sagt uns auch tatsächlich manchmal was, nämlich, dass ein Karteieintrag angelegt wurde und die Datei erfolgreich eingelesen wurde und gelöscht wurde. Toll. Jetzt gucken wir mal in die Kartei rein. Und siehe da, wir haben tatsächlich einen Karteieintrag AWT CKE 6 mit einem Text, der jetzt erstmal eingegangene GDT-Datei heißt. Wenn wir uns den aufmachen, achso, der ist schon auf, plus hier drüben, dann ist es relativ unspektakulär. Da steht halt das, was im Feld 9999 drin stand und das im 0815-Feld. Konfiguration dieses Karteieintrags
auch wieder überschaubar tatsächlich. Wir haben zwei Felder, mehr ist es nicht. Aber die Felder müssen entsprechende Variablennamen haben. Nämlich genau diese Variablennamen, die die Feldkennung in der GDT sind. Wenn Sie das so eingebaut haben, dann haben Sie eigentlich auch schon wieder viele Möglichkeiten, Inhalte aus der GDT rauszuholen und in die Kartei zu übernehmen. Und die dann wiederum in den Brief zu übernehmen. Ja, das heißt also, Sie müssen gar nichts mehr tippen, sondern im besten Fall macht Ihr EKG, Ihre EKG-Software die Auswertung des EKGs allein. Und da gibt es dann schon einen Befund, der in der GDT an uns zurückgesendet wird. Und diesen Text wollen wir dann in der Kartei haben, um ihn dann in den Brief übernehmen zu können. Coole Sache. Jetzt haben wir noch eine coolere Sache, die allerdings noch ein bisschen umfangreicher ist, nämlich XML. Auch hier wollen wir vielleicht mal schauen, was wir brauchen, um Inhalte aus einer XML in einen Custom-Karteieintrag einfügen zu lassen. Wir brauchen logischerweise eine XML, wir brauchen einen Custom-Karteieintrag, wir brauchen einen Kommunikationsparser. Das heißt, also, wir müssen einmal schauen, wo soll denn überhaupt jetzt aus der langen, langen XML was rausgelesen werden? Und wir brauchen einen Karteilauscher. Diese vier Sachen. Und das wäre eine XML, ein Ausschnitt der XML. Sie können sich vorstellen, was jetzt kommt. Genau. Sie dürfen auch gern dahin gucken, für diejenigen, die gern basteln. Ich wollte Ihnen erstmal die XML zeigen. Ach nee, nicht mit Word. Moment. Nicht weg. Weg. Wir haben kleine technische Microsoft-Probleme. So, das wäre also die GDT. Ja, die ist also auch mehr oder weniger, also zumindest in Teilen oder in Inhalten standardisiert. Und Sie sehen, da steht jede Menge Informationen drin. Ja? Tatsächlich ist es fast mehr Steuerzeichen als Information. Aber wir haben hier ganz unten einen Text, den wir gern haben wollen, und zwar in unserer Kartei. Das ist einmal die Beurteilung, die in dieser XML drinsteht, und hier unten die Empfehlung. So, das ist das, wo wir ran wollen. Ja? Das heißt, alles, was vorher ist, können wir theoretisch wegschmeißen oder wollen wir nicht in der Kartei haben, sondern nur diese zwei Felder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder habe ich eine XML, wo die Patienten-ID wieder drin steckt. Dann könnte ich auch einen Lauscher bauen, der dann in die entsprechende Kartei das direkt zuordnet. Wenn ich das Pech habe und die Patienten-ID leider nicht mit im Karteieintrag drin habe, in der Datei drin habe, Entschuldigung, dann muss ich entsprechend die Kartei geöffnet haben, in die diese Daten dann rein sollen. Wir schauen uns zuerst, oder nachdem wir uns die XML angeschaut haben, schauen wir uns nochmal die Konfiguration von diesem Custom-Karteieintrag an. Wie gesagt, sehr übersichtlich. Auch an der Stelle sind es nur zwei Textfelder, die Variablennamen enthalten. Die Variablennamen können Sie frei definieren, so wie Ihnen das am besten schmeckt. Haben wir fertig. Jetzt wird es ein bisschen umständlicher oder nicht umständlicher, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir waren, bin vielleicht ein bisschen schnell hingegangen, einmal über Admin, Geräteeinstellungen seriell, haben wir die Möglichkeit, sogenannte Kommunikationen, also Parser im Prinzip, anzulegen oder zu bauen. Unser Parser, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, der sieht aktuell so aus. Das heißt, hier unten kann man mehrere Parser-Schritte einbauen und in der Mitte kann man diese Parser-Schritte im Prinzip einzeln definieren.
So, das heißt, jetzt gucken wir uns mal die Definition dieses ersten an. Wir sagen also dem Tomedo, bitte geh durch diese Datei durch und suche nach diesem Text. Und der Text geht bis hierhin. Ja? So, das ist das, was immer in dieser XML vor unserem Zieltext steht. Ja? Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, ich will nur gucken, was das da ist, dann kommt das halt tausendmal in der XML vor, ja, weil das alles in dieser Schriftart geschrieben ist. Deswegen muss ich also eine in der XML fest definierte Stelle suchen, die dann im Prinzip das, was ich haben möchte, immer nach sich zieht. So, und dann kommt das, was wir als Wert im Prinzip haben wollen. Und zwar funktioniert das wieder mit Dollar. Alles, was irgendwo wo ein Dollar ist, kann man davon ausgehen, dass man damit coole Sachen machen kann. Hier haben wir sogar $2. Und wir haben nach diesen $2 einen Variablennamen, den wir fest definieren können oder frei definieren können. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass die eine Feldkennung bzw. der eine Variablenname in meinem Custom-Karteieintrag Beurteilung gewesen ist. Ja, das heißt, ich sage hier, jetzt bauen wir eine Variable in dem Parser mit dem senkrechten Strich nach unten über Alt-Shift-7 geht es, kann ich im Prinzip sagen, was soll dann in diese Variable reingeschrieben werden. Und zwar möchte ich, S heißt alles, was dann kommt, bis zu dem jetzt folgenden String, also ja, Zeichensatz. Das heißt, mein Zeichensatz, der das Ende definiert, soll dieser sein. Das ist also wieder ein Zeilenumbruch und dann die kleine Alt- und Slash-Bedingung für das Ende eines Feldes in der XML. Ja? So. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten oder es gäbe da verschiedene Möglichkeiten, die Variable zu füllen. Also entweder alles, was dann kommt bis zu diesem String oder eine bestimmte Anzahl an Zeichen, die dann kommen. Dafür gibt es wieder so ein kleines Fragezeichen hier drin. Fragezeichen sind auch cool. Command F für finde. Und dann suchen wir wieder unsere coolen Dollarzeichen. Und die sollten uns jetzt hier eigentlich verraten, welche Möglichkeiten es da gibt. Sie sehen also, wenn nach diesem senkrechten Strich ein kleines S kommt, dann kann ich definieren 99 Zeichen nach der Zeichenkette, die wir als Eingangssignal sozusagen benannt haben, sollen eingelesen werden. Dann brauche ich auch keinen Stopp-Code mehr, sondern ich brauche nur die Anzahl, wie viele Zeichen. Das hier ist das, was ich verwandt habe. Das ist auch das, was Sie wahrscheinlich am häufigsten verwenden werden. Genau. Hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit, nur Ziffern einzulesen und dann eben die entsprechende Anzahl der Ziffern einfach nur festgesetzt. Und so weiter und so fort. Das ist alles in der, hinter dem Fragezeichen versteckt, deswegen möchte ich das auch gar nicht weiter erklären. So, wir haben also unsere Kommunikation angelegt. Das war der Schritt 3. Und jetzt brauchen wir nur noch ein was, nämlich einen Lauscher. Einen Lauscher machen wir über Tomedo-Einstellungen, Arbeitsplatz, Karteieinträge und suchen uns dann den entsprechenden Karteieintragstypen raus, der es werden soll, aktivieren mittels Dateilauscher und haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere eben erstellte Kommunikation auszuwählen. Dann müssen wir dem Lauscher natürlich noch sagen, wo soll er hin lauschen, also auf welchem Ordner, wo kommen die Dateien hin. Kann das dann nochmal einschränken, ob es eine XML sein soll oder eine TXT oder weiß der Geier. Mit PDF habe ich es nicht probiert, es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Das nur am Rande. Genau, aber das sind eben die Dinge, die noch benötigt werden würden. So, wenn das aktiviert ist, dann können wir gucken, was passiert, wenn wir jetzt, upsala, wenn wir jetzt diese wunderbare XML, diese Beispiel-XML einmal in den Ordner, der belauscht wird, einfügen. Nichts. Es passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil keine Kartei geöffnet ist. Das heißt, in unserer Kommunikation, die wir definiert haben, ist keine Patienten-ID drin gewesen, beziehungsweise habe ich dort keine geparst. Und deswegen brauche ich unbedingt eine geöffnete Kartei, damit es funktioniert. So, jetzt ziehen wir die nochmal raus und nochmal neu rein. Kartei ist geöffnet. Dauert tatsächlich ein bisschen, man muss ja erstmal die ganze XML durchlesen. Nee, das dauert jetzt zu lang. Das dauert wirklich zu lang. Ah, habe ich was geändert? Ich habe doch hier nicht etwa was geändert. So, wir ändern diesen Dateinamen. Oh, wahrscheinlich habe ich ihn beim Zeigen Kommunikation zerstört. Deswegen würde ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, wie es dann tatsächlich am Ende aussieht. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen hergestellt, der heute schon mal gebaut worden ist. Und letztendlich würde dann genau das passieren, was wir auch erwarten. Es wird also die XML durchgeparst, diese zwei Variablen werden gesetzt und die Variablen werden dann in den Karteieintrag im Prinzip übernommen. So, jetzt ist natürlich noch eine einzige Frage offen. Warum sind wir schon über der Zeit? Wie funktioniert das XML-Parsen, ohne dass ich die Patientenkartei geöffnet haben muss? Ich möchte ja vielleicht auch zentral an einer Stelle für die verschiedenen Patienten Karteieinträge anlegen lassen. Dazu gibt es in der seriellen Kommunikation die Möglichkeit, eine Variable, auch das versteckt sich wieder hinter dem Fragezeichen. Aha. Kommt ganz schön auf Tomato in unserem Handbuch vor. Versteht man gar nicht. Ich finde es nicht. Steht es gar nicht da drin? Steht gar nicht da drin. Aber irgendwo steht's. Wir müssen Tomato-ID, das ID in groß geschrieben, als Variablennamen quasi hier drin eintragen. Ich glaube, ohne Unterstrich, dann macht es Sinn. Gehen wir nochmal da rein. Nee, auch nicht. Die Informationen werden nachgereicht. Wie gesagt, Tomato-ID als Variablenname in dem Parser und somit muss dann nicht mehr eine Kartei geöffnet sein, sondern der Parser geht im Prinzip durch, sieht, ah, es geht um diesen Patient oder um diese Patienten-ID, dementsprechend lege ich den Karteieintrag dann auch für diesen Patienten an. Genau. Das wäre das, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch minus 10 Minuten Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Letztendlich können wir aber wahrscheinlich noch 5 Minuten Fragen machen. Ja, bitte. Die Frage ist jetzt folgendermaßen. Achso, super, vielen Dank.
Schlotter aus Wiesbaden. Noch mal eine ganz kleine Frage zu den GDT-Imports. Ja. Da gibt es ja dann häufig auch Werte übertragen von den EKG-Geräten, die halt immer in den gleichen Zeilen, also erst kommt die Nennung, also Bezeichnung EKG ist halt im Sinus der Messwerte, der Messwertname, dann kommt der Messwertwert und dann kommt dahinter die Einheit. Ja. Das wiederholt sich ja mehrere Male. Und wie kann ich das machen, weil es ja nicht immer gleich ist, was rübergegeben wird, dass man dann halt eben sagt, okay, mal ist das mitgemessen, mitgeschickt, mal nicht. Das ist nicht immer sechsmal, sondern vielleicht nur dreimal. Halt eben einmal gibt es nur die PQ-Zeit mit der Zeit und so weiter. Und in der GDT. Es geht jetzt um GDT? GDT, dass ich dann nachher ein Kastenkarteieintrag habe, in dem halt eben alle Werte aufgeschlüsselt sind und nicht, dann, wenn ich das so manchmal mache, dann kommt halt eben, die sind immer unter der gleichen Nummer, zum Beispiel die Messwerte. Ja. Und dann habe ich halt eben 5 Messwerte untereinander, wenn 5-mal irgendwas gemacht ist in einem kompletten Textbaustein. Das funktioniert nicht so genau auseinanderzunehmen. Ja. Das ist dann das, was ich meinte mit, wenn Sie eine coole externe Software haben. Kann man da was einstellen? Spaß beiseite. Also GDT ist, wie gesagt, standardisiert. Ja? Und das bedeutet, wir können das einlesen, was in den einzelnen Feldkennungen steht. So, und wenn Sie jetzt in einer oder hinter einer Feldkennung viele, viele Zeilen haben und viele, viele Zeichen auch, dann ist Tomedo so schlau, dass es die Inhalte der einzelnen Zeilen auch in dem Karteieintrag untereinander schreibt. Alle. Wenn Sie sagen, ich möchte aber nicht, dass genau das nochmal kommt, weil ich das schon in einem anderen Karteieintrag drin habe, dann muss man, wie gesagt, entweder an dem Gerätehersteller an dieser Seite drehen oder möglicherweise auch zwischendrin, wobei zwischendrin immer so eine Sache ist, ne, ist das so rechtens, wollen wir das wirklich, funktioniert es stetig und so weiter und so fort. Also ich helfe mir damit, dass ich dann halt eben das komplett selbst mit einem Skript rausschreibe und alles in eine Zeile und dann untereinander mit Loops und so weiter. Das ist aber egal, aber ich habe gedacht, es gibt eine einfachere Lösung, offensichtlich nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass es zwischen System Windows und Apple natürlich auch Kommunikationsschwierigkeiten, also Textpages sozusagen, also die System Windows, Mac muss man auch ändern. Ich wollte noch mal fragen, kann man Aktionsketten auslösen, wenn man automatisch importiert und die Akte nicht geöffnet ist? Also sprich, ich importiere ein EKG oder ein... Geht nicht, okay. Leider nein. Es tut mir sehr leid, aber wir sind am Ende. Der nächste Vortrag wartet schon. Jawohl. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht können wir im Foyer noch ein bisschen sprechen. Bis dann.